Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Wir wollen heute unsere eigene Stadt bauen und deswegen werden wir einfach mal direkt zu diesem Typen gehen, der uns hilft, die Stadt aufzubauen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Penner oder so, irgendwie so ähnlich. Irgendwas mit P. Ich liege bestimmt schon ganz nah. So, und der befindet sich hier oben. Mach, mein Pferd steht hier immer noch. Er sieht auf jeden Fall schon wesentlich besser aus. Jetzt sind die ganzen Bäume und so schon weg. Ist schon nicht schlecht, ne? Hier waren die Zelte, der sitzt auf irgendwas Unsichtbarem. Ja, cool, hier ist eine Truhe. Wie leer ist. Heilige Maria! Was? Willkommen zurück. Wie war es in Ratai? Der Vogt hat Herrn Divischs Dekret verlesen und ich bin nun offiziell der Vogt von Prebislawitz. So, nimm meine Glückwünsche entgegen. Wie lautet der erste Schritt? Zuerst soll... ehrlich gesagt bin ich überfragt. Was würdest du empfehlen? Als du fort warst, bin ich hier schon einige Dinge angegangen. Gewiss hast du bereits die ersten Ankömmlinge aus Ratai gesehen. Ich bin ihnen auf dem Weg hierher begegnet. Nach ihrer Ankunft haben wir sogleich damit begonnen, Bauland zu schaffen, nachdem sie einige behelfsmäßige Unterkünfte gebaut haben. Können die Arbeiten beginnen? Und, können die Arbeiten beginnen? Wenn du dir über die Gebäude im Klaren bist, kann ich den neuen Siedlern sagen, was zu tun ist. Gebaut wird dann auf den bereits vermessenen Parzellen. Du kannst sie dir vorher ansehen, wenn du möchtest. Werde ich. Dann sehen wir, was wo gebaut wird. Nichtsdestotrotz lässt sich das nur schwerlich mit einem Blick auf die Bauplätze entscheiden. Wie entscheide ich, was wo gebaut wird? Vor uns liegt jede Menge Arbeit, was das Finanzielle betrifft. Wie entscheide ich, wo was gebaut wird? Wie entscheide ich, was wo gebaut wird? Darüber habe ich mir bereits wohlweislich Gedanken gemacht. Und ich habe alles im Hauptbuch festgehalten. Dort wird alles aufgezeichnet. Ich werde jede einzelne Änderung genau dokumentieren. Danke. Das ist sicher sehr hilfreich. Und wo finde ich dieses Buch? Es sollte stets im Rathaus aufbewahrt werden. Okay, vor uns liegt jede Menge Arbeit. Tja, wir fangen bei Null an, daher müssen wir alles bauen. Schenke, Bäckerei, Fleischerei, Rathaus. Hatte ich die Schenke schon? Gleich als erstes. Ein Ratschlag. Zunächst sollten Gebäude errichtet werden, mithilfe derer Baumaterial für alles andere produziert werden kann. Und da wir vor allem Holz brauchen, wäre ein Holzfällerlager am sinnvollsten. Das stimmt. Und was dann? Kommt drauf an. Jedes Gebäude ist wichtig. Du wirst das schon in Bälde lernen. Steht auch alles im Hauptbuch. Was ist mit dem Lohn für die Arbeiter und dem Geld für Baumaterial? Das Geld muss in der Truhe verwahrt werden. Es kann dann für die Löhne und das Baumaterial entwendet werden. Engpässe sollten natürlich vermieden werden. Da fällt mir ein... Wir müssen noch über meine eigene Bezahlung sprechen. Ah, ja, natürlich. Herr Divisch versprach mir einen festen Lohn, zumal das ein sehr umfassendes Bauvorhaben ist. Verstehe. Wie viel schwebt dir denn vor? Ich habe irgendwo einen alten Zahlungsbeleg. Da ist er. Wie wäre es mit einem Viertel mehr? Auf den alten Lohn bestehen, einen geringeren Lohn vorschlagen, einen großzügigen Lohn vorschlagen, einen geringeren Lohn vorschlagen. Das kann ich mir nicht leisten. Zumindest nicht jetzt, ganz am Anfang. Aber ich brauche dich. Was sagst du hierzu? Ein redliches Angebot. Dann sind wir uns offenbar einig. Abgemacht. Gut. Dein Lohn kommt dann auch in die Truhe. Ist er dort wirklich sicher? Ja. Außer uns darf niemand einen Schlüssel für die Truhe haben. Außerdem werden wir Wachen aufstellen. Ah, da bin ich beruhigt. Das wäre dann zunächst alles. Falls du mehr wissen willst, stehe ich dir mit Rat und Tat zur Seite. Okay, kannst du mir etwas erklären? Kannst du mir bitte... Pflichten eines Vogts, eine Richtung von Gebäuden, Buchführung. Pflichten eines Vogts. Welche Pflichten habe ich als Vogt? Als Vogt musst du dafür Sorge tragen, dass das Dorf wächst und gedeiht. Du musst entscheiden, welche Gebäude errichtet werden sollen. Aber auch Streit schlichten. Und du musst selbst die Finanzmittel stellen. Du hast hier das Sagen, bist aber auch für alles verantwortlich. Wobei du nicht tun und lassen kannst, was du willst. Du unterstehst nach wie vor, genau wie ich, Herrn Divisch. Das heißt,
Das heißt, dass du ihm Rede und Antwort stehen musst, sollten ihm Beschwerden von den Dörflern zu Ohren kommen. Sorge also dafür, dass niemand stiehlt, genug Arbeit für alle da ist und die Löhne ausgezahlt werden. Natürlich. Ich behalte alles im Auge. Errichtung von Gebäuden. Was den Gebäudebau betrifft. Informiere dich stets über die Bau- und Unterhaltskosten. Nicht, dass du pleite gehst. Im Hauptbuch ist alles niedergeschrieben. Okay. Wirf einen Blick hinein oder frag einfach mich. Gut. Buchführung. Was ist mit den Finanzen? Am wichtigsten ist es zu wissen, wie viel Profit die Gebäude abwerfen und wie viel Unterhalt sie kosten. Das steht im Hauptbuch, das du im Rathaus findest. Gleich auf der ersten Seite. Ich verzeichne dort akribisch jeden neuen Gebäudebau. Der vom Dorf erwirtschaftete Profit wird in der Truhe mit dem Hauptbuch aufbewahrt. Was, wenn wir mehr ausgeben als einnehmen? Dann musst du wohl oder übel selbst das Geld für die Unterhaltskosten in die Truhe legen. Verstehe. Es wäre wohl am besten, etwas für schlechte Zeiten beiseite zu legen. Das heißt, rein theoretisch kann ich genug einnehmen, damit ich nichts in die Truhe reinmachen muss. Okay, Unterhaltskosten. Was zählt zu den Unterhaltskosten? Der Lohn für die Arbeiter, die Kosten für Rohstoffe, Geld für die Handwerkerausrüstung. Was, wenn nicht genug Geld dafür da ist? Dann wird die Produktion bald stillstehen. Vermeide dies. Die Leute werden mürrisch, wenn der Lohn ausbleibt. Im Hauptbuch steht geschrieben, wie viel Geld jeden Tag benötigt wird. Bewahre immer genug Geld für die Löhne in der Truhe auf. Wie bezahle ich die Arbeiter? Mach dir darüber keinen Kopf. Ich kümmere mich darum, sofern genug Geld da ist. Kann ich Geld für, sagen wir, 3 Tage im Voraus in die Truhe tun? Sicher. Alles ganz einfach, nicht wahr? Nun gut. Danke. Ja, gut. 20.000 reinpacken wird schon passen. Neue Siedler. Wie bringe ich Leute dazu, in unser Dorf zu ziehen? Das geschieht ganz von selbst. Sobald Unterkünfte vorhanden sind, werden nach und nach Siedler kommen. Jedes Gebäude bietet Platz für neue Siedler. Je größer das Gebäude, desto mehr Bewohner. Und je mehr Platz hier ist, desto mehr Leute wird es mit der Hoffnung auf ein besseres Leben zu uns ziehen. Was ist mit Handwerkern? Für Leute vom Fach kann ich sorgen. Aber falls du wahre Meister für das Dorf gewinnen kannst, würde das den Profit sicher erhöhen. Wenngleich das kein leichtes Unterfangen sein dürfte. Du könntest dich umhören. Ja, okay. Gute Idee. Weißt du vielleicht wo? Versuch es doch mal bei den 2 Sasauer Schmieden. Die gehen sich ständig an die Gurgel und vielleicht möchte ja einer hierher ziehen. Aber vergiss nicht, eine Schmiede im Dorf zu errichten. Denn sonst nützt dir selbst der fachkundigste Schmied nichts. Gut. Ich mache mich erst später zu ihnen auf. Und ich muss darüber nachdenken, wen wir hier sonst noch brauchen. Danke. Gut, Gebäude verbessern. Wie verbessert man die Gebäude? Das geht genauso vonstatten, wie sie von Grund auf zu errichten. Man benötigt genug Geld und Baumaterial und natürlich etwas zum Verbessern. Es wäre töricht, für besseres Schmiedewerkzeug zu sorgen, wenn nicht einmal eine Schmiede vorhanden ist. Das ist allerdings wahr. Wie wirken sich Verbesserungen denn aus? Sie ermöglichen die Produktion hochwertigerer Waren, die dann zu einem höheren Preis an den Mann gebracht werden können. Okay. Soweit ist alles klar. Wie stehen die Dinge hier? Und? Wie mache ich mich als Dorfvogt? Mal sehen. Wir erwirtschaften bei weitem nicht das Einkommen, das ein aufblühendes Dorf braucht. Tja, das Dorf ist noch nicht bereit für die von Herrn Divisch geplante Erweiterung. Die Kirche liegt noch in Trümmern. Das hinterlässt keinen guten Eindruck. Wir sind auf dem richtigen Weg, aber noch nicht am Ziel. Wir haben noch nicht mal angefangen. Verstehe. Gut, als allererstes legen wir Geld rein. So, am besten so 20.000. Das wird schon passen. Weniger. Oh Gott, das dauert ja ewig. Ich hab zu viel Geld. So, ein bisschen Geld muss ich ja noch bei mir haben. Komm, packen wir so für 25.000 rein. Müssen wir auch nicht so lange warten. Gut, das wird ja auch reichen erstmal, ne? Bis wir ordentlich Gewinn machen. So. Wieso hältst du mich an? Was ist nicht in Ordnung mit dir? Nervensäge, ey. So. Provisorisches Rathaus, minus 100. Arbeitsunterkünfte, minus 25. Zusammenfassung, minus 125, okay.
Ruf ist 100, Groschen haben 25.000, Dorfeinkünfte 1.200, Dorfkapazität 40. Okay. Na gut, bauen wir unser erstes Gebäude auf. Ich möchte etwas. Wie du wünschst, Meister Vogt. Gebäude im Dorfzentrum, Gebäude am Stadtrand, Verbesserung, Gebäude im Dorfzentrum. Rathaus, Reparaturen, Kirche, Schmiede, Bäckerei, Fleischerei, Wachstube, Stallungen. Nein, zurück. Gebäude am Stadtrand, Geschäft, Schenke, befestigte Brücke und Straße, Holzfällerlager. Wir brauchen Holzfäller, damit wir genug Bauholz haben. Gehen wir zum Bauplatz. Ich überwache alles. Okay, anscheinend steht es. Was geht? Ich möchte etwas bauen. Ich möchte etwas, wie du wünschst. Okay, ich möchte gerne eine Straße und eine befestigte Brücke, damit die ganzen Sachen besser reinpassen. Ach, die Brücke ist zu alt und wackelig. Wir brauchen eine stabile Brücke und Straße. Gut, wir haben alles. Begleite mich zum Bauplatz und dann heißt es frisch ans Werk. Einige Tage später. So, sehr schön. Jetzt können wir nämlich die Waren besser transportieren, weil wir jetzt eine schöne fette Brücke haben. So, mein Freund, weiter geht's. Ich möchte was bauen. Ich möchte etwas. Wie du wünschst, ma. So, mal gucken, was haben wir denn noch so Schönes? Schenke, Bienenstöcke. Schenke wäre nicht schlecht, ne? Verbesserung. Wir haben alle heraus. Okay. Gebäude im Dorfzentrum. Wachstube, Rathaus, Reparaturen in der Kirche. Was machen wir denn am besten? Ich würde sagen, wir machen als allererstes die Schenke jetzt. Es gibt hier noch keine Schenke. Die Leute brauchen nach getaner Arbeit einen Ort für ihre trockene Kehle. Das geht leider nicht. Im Hauptbuch steht, was gebraucht wird. Okay. Dann brauchen wir eine Schmiede. Wir brauchen viel Werkzeug, das auch repariert werden muss. Eine Schmiede ist unverzichtbar. Das geht leider. Okay, wir gehen ja. Wir Ah, ich glaube. gehen ja. Gucken wir nach, was gebraucht wird. Nichts kann ich selbst entscheiden, ne? Oder wir haben keine Rohstoffe. Kann sein, dass die Rohstoffe erst produziert werden müssen. Das wäre natürlich Kacke. So, was sagt mir denn das Hauptbuch? So, wir haben nur 18.000 Groschen. Ach du Scheiße. Zusammenfassung minus 295. Ja, geil. Huch, was zum. Was? Ach du Scheiße, was ist denn das alles? Und hier scheint so die Sonne drauf, dass man nichts sehen kann. Wer hat sich das ausgedacht? Okay. Gut, das ist anscheinend die Karte. Provisorisches Rathaus. Zunächst muss ein Zelt als Rathaus genügen. Zumindest hast du einen Ort zum Schlafen, bis ein Gebäude errichtet wurde, das als Unterkunft für den Vogt angemessen ist. Vogt. Ich weiß, ich sag immer Vogt. Generiert Minusgeld. Ab einer gewissen Größe sollte ein Dorf über ein Rathaus verfügen, von wo aus der Vogt für Recht und Ordnung sorgt. Ich sehe nur überall Verluste, ey. Ausgebautes Rathaus. Das bringt mir auch noch nichts. Kirchenreparatur. Die wichtigen Reparaturarbeiten an der Kirche sollten mit der Instandsetzung des Daches beginnen, damit das Innere der Kirche von Regen und weiterem Verfall geschützt ist. Kirche. Schmiede. Jede Siedlung, die etwas auf sich hält, brauchen wir nicht gerade. Bäckerei. Inkompatibel mit Fleischerei. Das heißt inkompatibel. Das heißt, ich kann entweder Bäckerei oder Fleischerei machen?
Fleischerei. Stellungen inkompatibel mit Wachhaus. Das heißt Wachhaus oder Stellung oder was? Geschäft. Der Handel spielt im städtischen und dörfischen Leben eine tragende Rolle, da die Wohner einerseits Zugang zu Waren haben. Schenke. Brücke und Straße. Gibt mir nur Minus. Holzfällerlager gebaut. Bienenstöcke. Bienenstöcke machen nicht viel Arbeit und sind auch aus anderen Gründen eine lohnenswerte Anschaffung. Waldhonig ist gesund, schmeckt gut und kann zur Verfeinerung vieler Gerichte verwendet werden. Arbeitsunterkünfte sind gebaut. Was sagt mir denn das? Das Buch sagt mir einen Scheiß, mein Freund. Ich möchte etwas... Wie du wünschst. Reparieren wir die Kirche. Ja, das sollte gehen. Wir haben alles, was wir für den Bau brauchen. Wohlan, komm. Ach, das geht plötzlich. Die Kirche ist natürlich wichtiger als die Schenke. Am Arsch. Bringt die Kirche Geld ein? Ich weiß es nicht. So, gucken wir mal, was sagt jetzt unser Geld? Minus, 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 minus. Ich habe noch 7000 Groschen. Ey, das Holzfällerlager bringt Geld ein. Die Arbeitsunterkünfte auch? Kirchenreparatur, ein Gold. Oh. Aber was hat es damit hier auf sich? Das kostet ja auch alles Geld. Grundgebäude. Minus, minus, minus. Voraussetzungen sehe ich da. Ah! Jetzt sehe ich das erst. Wegen dieser Scheißsonne konnte ich das gar nicht sehen. Okay, was, ich möchte gerne eine Schenke haben. Was brauche ich dafür? Schenke. Stein und Getreide. Stein und Getreide. Ist uncool. Aber das würde Geld einbringen. Ach, das sind... Ah, generiert Bewohner. Ach, das sind keine Münzen, das sind Köpfe. Aber die Schenke würde Geld einbringen. Okay, gucken wir mal, was bringt denn noch Geld ein? Geschäft. Wachhaus. Stallungen. Fleischerei. Bäckerei. Die Fleischerei würde mehr Geld einbringen. Schmiede. Dafür brauche ich Kohle. Soll ich da jetzt Kohle reinlegen oder was? Oder brauche ich Köhler? Ich muss Geld generieren, ey. Kacke. Wie komme ich denn dann... Da. Ich möchte... Wie du wünschst. Randgebiet. Ein Geschäft. Der Handel ist wichtig. Und Ja, das sollte gehen. Einige Tage später. Und jedes Mal, wenn ich was baue, kostet es mich aber witzige Millionen, weil hier auch keine Steuern gezahlt werden. Bevor ich den Kram hier alleine lasse, muss ich auf jeden Fall ins Plus kommen. Da geht nicht, ja, not. Spiel gespeichert, okay. Gucken wir mal nach der Aktivität. Richten? Oh oh. Was ist hier los? Dieses Flittchen wollte mich töten. An den Schandstock mit ihr, wo sie hingehört. Das stimmt nicht, Meister Vogt.
Er hat getrunken wie nur allzu oft und dann irgendwo irgendeinen Fraß gegessen. Du weißt ganz genau, womit ich vergiftet wurde. Du willst mich loswerden? Glaub ja nicht, dass ich das nicht weiß. Genug, nicht durcheinander. Den Bauern fragen die Frau. Ich frage erstmal die Frau. Ruhe, gute Frau. Erzähl es mir aus deiner Sicht. Herr, dieser Lump tut nichts, als meine Mitgift mit seinen Kumpanen zu versaufen. Wenn er einen Flegel in die Hand nimmt, dann nur, um mich zu verdreschen. Man hat uns meine Mitgift, einen Hof nahe Ledetschko, genommen, weil dieser Narr ihn heruntergewirtschaftet und Schulden gemacht hat. Doch nur, weil du dich beim Vogt nicht für mich einsetzen wolltest. Weil ich nicht lügen wollte, um dir deinen nutzlosen Hintern zu retten. Das hat nichts mit deiner Giftmischerei zu tun. Er säuft von morgens bis abends und schlägt mich, weil ich mich angeblich nicht um ihn kümmere. Immer sitzt er nur faul auf seinem Hintern rum und erwartet, dass ich für ihn koche und putze. Und jetzt will er mich rausschmeißen, weil ich ihn angeblich umbringen will. Was soll ich dann machen? Den Bauern fragen. Sag mir, was geschehen ist. Warum glaubst du, dass sie dich vergiften will? Sie hasst mich. Sie will mich unter die Erde bringen und den Hof haben. Ich sehe es in ihren Augen. Sie kann es kaum erwarten, dass ich sterbe. Aber daraus wird nichts, weil ich sie nämlich rausschmeiße. Rausschmeißen? Aus meinem Heim? Du nutzloser Trunkenbold! Hast du vergessen, wer dir ein Dach über dem Kopf gegeben hat? Schau sie dir nur an, Herr. Du siehst ja selbst, was für eine Harpie sie ist. Ich bin nach ein oder zwei Bier in der Schenke heimgekommen, habe gegessen und bin dann schlafen gegangen. Und heute Morgen hatte ich schreckliche Magenschmerzen. Mein Kopf stand in Flammen. Ich hatte Todesangst. Ohne das alte Kräuterweib wäre ich nun schon unter der Erde. Du hast vergessen zu sagen, dass du mich verprügelt und den Eingang vollgekotzt hast. Halt dein Maul, du Hure. Okay. Erzähl mir mehr über die Vergiftung, Bauer. Sag mir, wie du angeblich vergiftet wurdest. Ich kam heim und fand auf dem Tisch eine Schüssel Kohlsuppe und einen Krug Wein. Ich ließ es mir schmecken und ging zu Bett. Früh morgens wachte ich auf und musste zum Plumpsklo rennen. Mir kam es oben und unten raus. Ich war so am Glühen, man hätte eine Fackel anzünden können. Und diese Hexe lachte sich ins Fäustchen. Sie rief nicht einmal das Kräuterweib herbei. Wenn ich das Kräuterweib bei jedem deiner Gelage holen würde, könnte sie auch gleich bei uns einziehen. Als ich mich vor Schmerzen auf dem Boden krümmte, sagte sie klar und deutlich: Ha, du hast bekommen, was du verdienst. Ist das wahr? Nein, er lügt. Es ist nicht so leicht. Dann erzähl du mir mal über die Vergiftung, Bauerin. Was denkst du, ist passiert, gute Frau? Nichts, was nicht schon 100-mal passiert ist. Er war mal wieder sternhagelvoll und ich konnte sein Würgen und Speien schon im Hof hören. Ich hatte ihm sein Abendessen auf den Tisch gestellt, weil er sonst Radau gemacht hätte. Aber das Schwein ist nie zufrieden. Wo ist das Fleisch? Und so weiter. Und als ich ihm die reine Wahrheit sagte, dass es kein Fleisch gibt, weil er das ganze Geld versoffen hat, fiel er wie ein Irrer über mich her. Das war nur ein Schlag. Für dein Schandmaul hättest du viel mehr Prügel verdient. Ich lief weg und versteckte mich erstmal in der Scheune. Als er schnarchte wie ein Schwein, traute ich mich wieder rein. Nach einer Weile fing er an, sich zu übergeben, bis zur Dämmerung. Wer weiß, was er in seinem Suff gegessen hatte. Oder vielleicht lag's auch am Fusel. Und was war mit dem Kräuterweib? Schließlich ging ich zu ihr. 3 Groschen musste ich für einen Wermuttrank berappen. Das Zeug hätte ich genauso brauen können. Dann meinte er, ich wolle ihn vergiften. Okay, ich habe genug gehört. Ich denke, das reicht. Zeit, dass du zur Vernunft kommst, Bauer. Du wirst für den Versuch, deinen Mann zu vergiften, verbannt. Es ist nichts passiert, regelt das untereinander. Nein, der Bauer muss zur Vernunft kommen. Du, Bauer, säufst keinen Tropfen mehr oder du kommst zum Austrocknen an den Schandstock. Und wage es nicht noch einmal, die Hand gegen dein Weib zu erheben. Aber 1, 2 Bier. Kein Aber. Wir machen keine halben Sachen. Hab Dank, Meister Vogt. Ich danke dir 1000-fach. Du bist weise und ich weiß, recht. Ich weiß. Ah, hab ich gut geregelt, ne? Holy shit! Wisst ihr, wo, was?
Was ist denn hier los? Stein aus Tal. Getreide aus Uschitze. Kohle von Rotschoffs Kohle. Oh Gottes Willen. Vieh aus Sasau. Getreide aus Sasau. Vieh aus Letschko. Kohle vom Galgenberg. Vieh aus Rethei. Kohle aus Rethei. Kohle. Okay. Okay, ich sehe schon. Ich sehe schon. Gut, wir haben auf jeden Fall jetzt den Handelsposten. Wir haben direkt mal hier was geregelt, Alter. Gehen wir wieder hoch und gucken uns weiter an, was wir noch machen können, um ansatzweise ins Plus zu kommen. Ich werde, glaube ich, mein ganzes Geld da jetzt nochmal reinwerfen. Oh, minus 395. Das Geschäft macht gerade mal 50. Und ich habe nur noch 3000. The fuck? Hey! Tschüss, hübsches Geld. Okay. Und? Wie mache ich mich als Dorfvogt? Mal sehen. Wir erwirtschaften bei weitem nicht das Einkommen. Die Handwerker müssen mehr leisten und wir brauchen hier Platz für mehr Leute. Immerhin regnet es nicht mehr in die Kirche rein. Doch fährt, wir sind auf dem richtigen... Verstehe. Okay, Gespräch beenden. Gucken wir mal ins Büchlein. Was machen wir jetzt? Brauchen wir Energy. Oh Gott. Wir haben noch 10.000. Aufgaben sind Dorfeinkünfte von 1.200, Dorfkapazität von 40 und Kirchenreparatur. Rathaus. Könnte ich bauen, bringt mir aber nichts, es würde mir nur Geld wegnehmen. Ja, weiter. Kirchenreparatur, Kirche. Ja, Kirche nimmt mir auch nur Geld weg. Ah, oh, das hätte ich nicht machen dürfen. Die scheiß Kirche, ey. Schmiede. Dafür brauche ich Kohle. Preis 8.000. Das würde mir aber 500 einbringen. Und ich brauche dafür 5 Bewohner. Wie viele Bewohner habe ich noch? Ich muss auch auf die Bewohner achten, ne? Woher weiß ich, wie viel Leute ich habe? Brücke und Straßen, Arbeitsunterkünfte 7. Ich müsste, glaube ich, die Arbeitsunterkünfte auch mal verbessern. Okay, ich würde glatt behaupten, wir holen Kohle. Für die Schmiede. Die könnte mich retten. Die bringt gar nicht 500 ein. WTF? Brauerei, Würfelspiele. Übersicht. Achso, okay. Bei der Übersicht komme ich zurück. Ich weiß nicht, hier steht zwar 500 bei der Schenke. Aber ich habe die Schenke gar nicht gebaut. Stimmt. Ich habe ja hier den komischen Laden gebaut, ne? Arbeitsunterkünfte, ja. Brücke. Oh, ich hätte es nicht machen sollen, ey. Ja gut, man lernt erst spät aus. Ja, 50. Karrenpferde würde mir 120 noch zusätzlich geben, okay. Schießstand kostet mich auch nochmal 1.000. Also ich würde tatsächlich gerne dann auf die Schmiede gehen. Dafür brauchen wir Kohle. Okay, organisieren wir uns schnell Kohle. Bevor uns irgendwie das Geld ausgeht. Und dafür müssen wir höchstwahrscheinlich die einzelnen Orte abklappern und fragen, wie viel sie dafür verlangen. Oh Gott. Okay, was haben wir hier? Getreide brauche ich nicht. Stein brauche ich auch noch nicht. Kohle, okay. Dann gehen wir da zuerst hin zum E. Gut, Freunde, ich würde sagen, morgen ist auch noch ein Tag. Morgen gucken wir uns dann an, wie wir das mit der Kohle regeln, bevor uns das Geld ausgeht. Haut rein, euer Zero. Tschüss.